Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Project Cast 2 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, am Wochenende ist es soweit, das große 24-Stunden-Rennen von Le Mans steht an und vor rund einer Woche haben wir hier in Project Cast 2 das Spirit of Le Mans DLC bekommen und da haben wir fantastische Le Mans-Renner und vor allem auch Le Mans-Legenden dazu bekommen und da will ich auch kein Geheimnis draus machen. Wir haben auch eine Vintage-Streckenvariante von Le Mans reinbekommen und nee, die besteht nicht nur einfach daraus, dass die Schikane auf der 100-Jahr-Geraden gerade gemacht wurden. Nein, das ist wirklich eine klassische Variante, die glaube ich im Jahre 1970 oder sowas angelegt wurde. Aber die gucken wir uns heute noch nicht an. Wir gucken uns auch noch keiner dieser legendären historischen Renner an. Wir gucken uns heute den Audi R18 in der 2016er Le Mans-Spezifikation an. Und ja, was man hier dazu sagen kann, gleich nochmal zum Fahrzeug, es war ja auch das letzte Fahrzeug, was Audi ins Rennen geschickt hat, nämlich nach 2016 haben sie ja aufgehört. 2017 sind sie ja nicht mehr in der WEC und folglich auch nicht mehr beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans angetreten. Bevor wir gleich starten, ja, ich weiß, es gibt noch zwei Videos zum Porsche-Pack, die ich machen möchte. Ich habe mir jetzt aber gedacht, einfach im Zuge, dass jetzt Le Mans ansteht und wir eben so ein tolles DLC-Pack bekommen haben, ja, schieben wir jetzt einfach mal die Porsche-Videos, die zwei, die noch ausstehen, ein bisschen nach hinten an. Keine Sorge, die kommen auf jeden Fall, weil ich da richtig Bock drauf habe, aber wir schieben das jetzt einfach mal so dazwischen, diese Le Mans-Videos ein paar und dann ist ja, glaube ich, nicht schlimm. Bisschen Abwechslung schadet ja nicht und jetzt im Zuge von Le Mans, wie gesagt, da wollen wir ein bisschen in Stimmung kommen, oder? Also, ich erzähle noch ganz kurz was zum Fahrzeug, allzu viel habe ich ja eigentlich nicht zu berichten. Der Audi R18 ist die letzte Variante gewesen, das Debüt hat er Audi R18 eigentlich 2011 gegeben, in der ganz normalen Turbo-Diesel-Variante. Später kam dann die e-tron Quattro-Variante dazu, also mit Elektroantrieb. Der hier war dann die letzte Version, auch genannt als R18 RP6. Dieses Zusatz e-tron fiel weg, obwohl er weiterhin ein Hybrid war, sogar eigentlich ein richtig mächtiger. Der hat nämlich den stärksten Elektromotor von allen Audis gehabt und damit war er auch in einer höheren, ja, Elektroklasse eingeteilt. Vielleicht weiß es ja auch der ein und andere. Oder andere in dieser LMP1 Hybridklasse wurde nach Megajoule-Klassen einsortiert. Dieses Fahrzeug hier war dann in der 6 Megajoule-Klasse. Porsche zum Beispiel war sogar in der 8 Megajoule-Klasse. Das heißt einfach nur, wie viel Elektroleistung darf ich pro Runde einsetzen? So war es zum Beispiel so, dass man in Le Mans bei der 6 Megajoule-Klasse 20 Sekunden den Elektroantrieb nutzen durfte. In der 8 Megajoule-Klasse war das irgendwas zwischen 23 und 24 Sekunden. Das ist natürlich je nach Strecke unterschiedlich gewesen. Aber ansonsten, ein paar Fakten zum Fahrzeug. Wir haben hier eigentlich auch schon ein bisschen was stehen. 520 PS leistete hier der 4 Liter V6 Turbodieselmotor und der Elektroantrieb leistete dann nochmal 475 PS. Natürlich kann man das nicht einfach so addieren, weil Systemleistungen und so weiter, das ist ja immer nochmal so ein bisschen eine andere Geschichte. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, je nach Spezifikation hat das Fahrzeug so zwischen 900 bis 1000 PS freisetzen können, wenn der Elektroantrieb mit am Start war. Also auf jeden Fall ein richtig böses Monster. Was man auch dazu sagen kann zu diesem Le Mans-Fahrzeug, die sind mit zwei Fahrzeugen an den Start gegangen, mit der Startnummer 7 und 8, die kann man hier auch in der Lackierung auswählen und haben dann auch im 2016er Jahr Platz 3 und 4 belegt. Die Nummer 7 hat Platz 4 belegt, soviel ich weiß, und die Nummer 8 eben Platz 3. Muss man aber auch tatsächlich fairerweise sagen, Audi war in dem Jahr 2016 relativ chancenlos gegen Toyota und Porsche. Die waren schon echt deutlich stärker unterwegs. Sie haben das eigentlich dominiert. Natürlich haben die auch ihre Ausfälle zu verzeichnen gehabt. Nichtsdestotrotz hat trotzdem dann Porsche gewonnen 2016, wie ihr ja vielleicht wisst, und Toyota dann wieder mal, ja, mit viel Pech auf Platz 2 am Ende gelandet. In eben die Audis auf 3 und 4. Kleine Besonderheit, da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein. Wir haben hier tatsächlich auch noch die Fuji 2016er Variante. Man sieht auch, die sieht optisch ein bisschen anders aus wie die, ja, von Le Mans. Ich muss mir auch ehrlich sagen, ich finde die Le Mans-Variante echt hässlich. Es liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber naja, meins ist es nicht. Die Variante sieht schon cooler aus. Warum und wieso zwei Varianten? Die ist hier einfach für mehr Kurvenspeed, Downforce und so weiter ausgelegt, während die hier einfach für mehr Topspeed ausgelegt ist, was man einfach in Le Mans braucht. Bei den anderen Herstellern, wie zum Beispiel Porsche 919 oder auch hier Toyota TS050, die hatten natürlich auch verschiedene Spezifikationen. Allerdings haben die sich optisch nicht so sehr von der Le Mans-Variante unterschieden. Deswegen wahrscheinlich der Grund, warum sie bei Audi die zwei gemacht haben, weil das schon deutliche Unterschiede sind in der Optik und auch in der Performance.
Gut, ich würde sagen, gar nicht so viel jetzt mehr rumschnacken. Ihr wollt ein bisschen Action sehen. Wir fahren ein kleines 24-Stunden-Rennen, wie immer. Hier drei Klassen am Start, volle Lobby. Und ja, los geht's, würde ich sagen. Wir machen ein kleines 24-Stunden-Rennen. Und dann gucken wir nochmal, wie es läuft. Am Setup habe ich gar nicht so viel geändert. Ich habe es im Vorfeld ein bisschen getestet. Das Standard-Setup ist eigentlich ganz ordentlich. Das hält ganz gut mit den KI-Gegnern mit. Das fährt sich jetzt nicht unbedingt perfekt. Aber ich glaube, wir werden trotzdem eine ein ganz schönes Rennen erleben. Und wir müssen jetzt auch nicht hier die absoluten Hotlaps in den Asphalt brennen. Wir wollen ja einfach so ein bisschen jetzt so langsam in Le Mans-Stimmung kommen. Wie gesagt, ein paar Tagen ist es soweit. Und da ist das also jetzt prima, so ein Video, einfach mal so ein kurzes, knackiges 24-Stunden-Rennen. Wir werden das schon irgendwie schaukeln. Gut, los geht's, Leute. Und dann bin ich ja mal gespannt. So, los geht's. Denkt mal am Toyota vorbei. Ja, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass der Elektroantrieb nicht ein automatisches System ist hier in Project Cars, sondern das ist ein manuelles System. Das heißt, im Klartext, wenn ich die Elektropower möchte, dann muss ich ein Knöpfchen drücken. Das ist wie damals in der Formel 1, das KERS-System. Das heißt einfach, ich drücke auf ein Knöpfchen, ich kriege diese Power und die muss ich dann gezielt einsetzen, denn auch wie damals in der Formel 1 darf man halt eben pro Runde nur so und so viele Sekunden diese Energie verbraten. Und so war es ja tatsächlich auch in der WEC oder ist es immer noch in der WEC, allerdings mit dem Unterschied, dass die eigentlich automatisierte Systeme haben. Das heißt, da rechnet ein Computer aus, okay, jetzt setze ich so und so viel Leistung frei. Hier müssen wir das manuell machen, aber das ist manchmal auch gar nicht schlecht, wenn man dann gezielt eine Attacke fahren möchte, dann kann man einfach mal ein bisschen mehr Power raushauen und gut ist. Für euch, die es interessiert, wie viel Power ich noch habe oder wie viel Power oder wann ich die Power einsetze. Das war zu spät gebremst meinerseits. Gefährlich. Da muss ich gleich mal aufpassen. Ja, labern und Rennen fahren. Und dann auch noch in der LMP1-Klasse. Ja, also ihr könnt einfach rechts unten gucken bei dem In-Game-Overlay. Da seht ihr ja diesen blauen Balken. Der füllt sich beim Bremsen auch immer wieder auf. Aber irgendwann ist halt das Limit erreicht. Irgendwann sagt das Spiel, nee, mehr darfst du nicht. Und natürlich am Lenkrad selber seht ihr auch nochmal diesen blauen Balken und auch noch eine Zahl. Da seht ihr jetzt, die steigt jetzt wieder beim Anbremsen. Da sind wir jetzt wieder bei 100%. Und ja, was man auch noch dazu sagen muss, wenn ich natürlich die Elektroenergie einsetze, dann geht die Leistung halt hauptsächlich an die Vorderachse. Das heißt, dadurch kriegen wir sozusagen einen Allradantrieb, ein Quattro, wie es Audi ja gerne nennt. Das heißt aber auch im Klartext, wir haben halt sehr, sehr viel Beschleunigung auch auf der Vorderachse. Die Vorderachse zieht sich gerade und das kann halt ein Problem sein, wenn man diese Leistung nämlich zu früh einsetzt. Also zum Beispiel noch, während man sich im Scheitelpunkt befindet, dann fängt das Auto plötzlich an extremst zu untersteuern. Und deswegen muss man schon echt aufpassen, wann man das einsetzt. Also Timing ist hier wirklich sehr wichtig und vor allem auch, wie viel man einsetzt, denn wenn man am Anfang des Rennens oder am Anfang der Runde besser gesagt zu viel dieser Power freigibt, dann hat man am Ende keine mehr und dann kann es ganz schnell passieren, dass man ja aus diversen Ecken auf der Strecke ja mehr oder weniger stehen bleibt, weil die Konkurrenz einfach dann einen ganz locker wegschnupft. Deswegen gucke ich immer, dass ich nur so ein bisschen einsetze aus den Kurven raus und halt dann für die langen Geraden, die Un- und Her-Gerade zum Beispiel, immer zwischen den Schikanen auch ein bisschen mehr Power freisetze, denn da soll mal schon über die 300 km/h fahren. Und es war zu früh in den vierten. Zum Schaden, wie immer, oder in letzter Zeit besser gesagt, ich fahre ohne Schaden, weil die KI einfach, ich finde, in letzter Zeit gar keinen Spaß so richtig mehr macht in Project Cars. Die macht so viel Schwachsinn manchmal auf der Strecke. Das macht dann einfach überhaupt keinen Spaß und deswegen ja, ist das Auto dann immer Schrott und da habe ich einfach irgendwie keinen Bock drauf. Und was ich auch irgendwann mal ausstellen muss, ist diese Verwarnungsgeschichte, weil die ist viel zu übertrieben. Man berührt oder man guckt die weißen Linien am Rand schon an und schon heißt, ja, Verwarnung, brems ab, mach langsam, was auch immer. Bisschen übertrieben, finde ich.
Komm, da setzen wir jetzt ein bisschen Elektro ein, dann können wir nämlich ganz easy an dem vorbeiziehen, an unserem Audi-Kollegen. Wir können uns den nächsten Platz ergattern. So, ich bleibe hier mal im vierten Gang, ein bisschen anbremsen, rum da und Elektropower freigeben. Und jetzt gehen wir mal richtig Stopp. Gehen wir mal auf 25% oder 20% hier runter. Und dann gucken wir nochmal, was geht. Ja, große Änderung auch vielleicht zur vorherigen Version des R18, also zur 2015er Version. Nicht nur, dass wir von der 4-Megajoule-Klasse in die 6-Megajoule-Klasse aufgestiegen sind, sondern es ist auch so, dass das Getriebe sich ein bisschen verändert hat. 2015 sind sie noch mit einem 7-Gang-Getriebe gefahren, 2016 dann nur noch mit einem 6-Gang-Getriebe. Das vielleicht auch zu den Veränderungen. Aber ganz interessant, wie eben sich der R18 von der ersten R18 TDI-Version über R18 e-tron zu eben dem letzten einfach nur R18 genannten Audi entwickelt hat. Wie gesagt, sehr erfolgreich eigentlich. Wenn man alle zusammennimmt, haben sie 4-mal den Gesamtsieg geholt mit dem R18 in Le Mans. 2011, 12, 13 und 14. Danach war ja dann die Porsche-Siegesserie ein bisschen. Und ich mache mal das Licht an, denn es wird schon hier ziemlich finster. Und jetzt kommt der Porsche, der hat ein bisschen mehr Elektro-Power eingesetzt. Zieht jetzt hier davor. Und jetzt, ja, ist ein bisschen blöd, jetzt kann ich hier den Schwung gar nicht richtig nutzen. Dafür werde ich jetzt hier mal ein bisschen mehr Elektro-Power freisetzen. Ja, es ist halt in dieser LMP1-Hybrid-Klasse, ist es halt echt so eine Spielerei. Und das vielleicht muss man auch noch dazu sagen, ihr seht es auch links, wir haben jetzt hier wirklich eine LMPH-Klasse, also eine LMP1-Hybrid-Klasse, die eben diese ganzen 2016er Fahrzeuge jetzt beinhaltet. Wir hatten ja bereits schon eine LMP1-Klasse, die zählt jetzt als Extra-Klasse, da befindet sich ja eben der 2014er R18 zum Beispiel von Audi mit drin, aber auch viele fiktiven Fahrzeuge von Slide Limet Studios, die haben sie jetzt extra nicht zusammen in eine Klasse geworfen, das finde ich sehr gut. Weil die würden auch nicht zusammenpassen. Die passen perfekt zueinander. Das sind alles Fahrzeuge aus der 2016er Saison. Das ist, finde ich, schon auf jeden Fall eine coole Sache. So, wir befinden uns auf Platz 6. Das ist ja jetzt nicht unbedingt optimal. Die Konkurrenz fährt hier ein bisschen davon. Liegt aber auch vielleicht daran, weil ich gerade ein bisschen viel laber und mich wenig konzentriere. Vielleicht probieren wir einfach jetzt mal ein bisschen mehr uns zu konzentrieren, um uns ein bisschen nach vorne zu kämpfen. Vielleicht sollte ich hier eher sogar im fünften Gang bleiben. Das würde, glaube ich, helfen. Ich meine, es ist halt auch ein bisschen schwierig, finde ich, einen Rhythmus hier reinzukriegen, denn dadurch, dass ich so einen schnellen Tag-Nacht-Wechsel habe oder so schnell ein ganzer Tag hier simuliert wird, verändert sich halt der Asphalt-Grip sehr stark. Denn in der Nacht baut natürlich die Temperatur ab hier und der Grip lässt nach. Dementsprechend ist es dann auch mit den Reifen auf Temperatur halten so eine Sache. Das wird dann in den Morgenstunden wieder besser. Also das ist alles gar nicht so einfach, jetzt in dieser kurzen Zeit ein gutes Management und einen guten Rhythmus zu finden. Aber wie gesagt, wir versuchen jetzt einfach ein bisschen in die Le Mans-Stimmung reinzukommen. Und ich glaube, das kriegen wir mit so einem kleinen 24-Stunden-Rennen doch gleich mal zu Beginn sehr gut hin. So, hier gehen wir wieder mal richtig Vollgas. Ja, der Führende knapp 5,7 Sekunden weg, also wir sind noch nicht außer Distanz. Und klar, man hört auch, es ist ein Dieselmotor, ne? Wir drehen nicht so hoch, 4.500, das ist für einen Diesel schon ganz ordentlich. Aber für einen Benziner wäre das natürlich ein Witz an Drehzahl. Und man hört es natürlich auch am Klang. Das ist halt natürlich jetzt kein weltbewegender Klang beim Diesel. Aber er ist halt sparsam und das hat halt Audi gesetzt und sind ja auch viele Jahre damit sehr erfolgreich gewesen. So, den Bremspunkt jetzt richtig versaut, deswegen komme ich jetzt hier zu weit raus. Und ich muss auch sagen, in der Topspeed kommt mir der Porsche echt ein bisschen krasser vor. Kann jetzt halt daran liegen, dass ich jetzt nichts groß am Setup gemacht habe. Aber dennoch, die sind schon echt sehr, sehr schnell unterwegs hier, die Porsches.
Porsche hat schlussendlich hier dann auch gewonnen, aber trotzdem. Jetzt gucken wir einfach mal. Knapp 15, 16 Minuten haben wir noch, also da geht noch ein bisschen was. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht rankommen an die Herrschaften da vorne, das wäre ja nicht schlecht. Ja, zu den Fahrhilfen. Wir haben natürlich, wie es in der WEC der Fall ist, keine ABS, dafür eine leichte Traktionskontrolle. Best sector 2 time so far today, mate. Great job. Und ja, das lässt sich eigentlich auch ganz gut fahren. Durch den hohen Anpressdruck dieser LMP1-Boliden ist das Anbremsen ohne ABS eigentlich kein Problem. Hier da habe ich mal blockierende Vorderräder, das merkt man dann schon, aber im Großen und Ganzen passt es schon ganz gut. So, hier zweiter Gang. So, jetzt gucken wir noch mal, dass wir hier gleich vielleicht mal einen Angriff setzen können. Ebenfalls ein Audi R18 vor uns. Allerdings weiß ich jetzt nicht, welche Spezifikation. Leider fahren die Fuji-Varianten jetzt hier halt auch mit. Das lässt sich dann halt nicht so ganz beeinflussen. So, jetzt setzen wir hier wieder richtig Power raus ein. Da gehen wir vorbei. Damit sind wir jetzt mal Fünfter. Sind auch jetzt 6,2 Sekunden hinter dem Führenden. Also der Führende haut ein bisschen jetzt ab hier. Aber vielleicht können wir ja trotzdem noch ein bisschen ranfahren. Ich habe so das Gefühl, dass die Konkurrenz auf den Bremsen ein bisschen stärker unterwegs ist. Also da muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen bessere Balance finden. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich muss ein bisschen früher schalten, glaube ich, als. Ich drehe gerade den fünften Gang immer ein bisschen zu lange. Gerade beim Diesel kommt ja die Power unten raus und nicht oben rum. Deswegen kann ich da schon als ein bisschen früher schalten. Vielleicht macht es ja auch beim Diesel Sinn, den Hybridantrieb eher am Ende einzusetzen. Also vielleicht am Anfang zum Rausbeschleunigen ein bisschen und dann obenrum nochmal so ein bisschen. Ich weiß es nicht, ob das Sinn macht. Da bin ich jetzt auch überfragt. So, hier bleiben wir im fünften Gang. Es wird auch schon wieder morgen. Das heißt, der Grip soll jetzt dann bald wieder ein bisschen zunehmen. Ein bisschen zu weit rausgekommen. Just
So, meine persönliche beste Rennrunde. Jetzt gucken wir mal, wenn jetzt der Asphalt wieder ein bisschen wärmer wird, dass wir vielleicht da ein bisschen noch mehr attackieren können. Boah, die Sonne, die steht jetzt richtig tief. Aber das ist halt das Geile an Project Cars, diese Stimmung. Und ja, natürlich bin ich wieder zu weit über die weiße Linie gefahren. Komm, erzähl mir mehr. Ach Mann, es ist nervig. So, ja, fünfter Platz, 5,9 Sekunden sind es jetzt aktuell. Na, ich habe das Gefühl, auf den Geraden sind die ein bisschen schneller. Zum Teil, also vielleicht müssen wir da mit der Aerodynamik doch nochmal ein bisschen runtergehen hier in Le Mans. Ich glaube, man könnte noch zwei Ticken den Flügel weiter runterstellen. 10 Minuten to go. Gucken wir mal, vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja noch in den letzten 9 Minuten auf Platz 4 oder 3 zu fahren, da wo Audi tatsächlich auch war 2016. Das wäre doch eine ganz gute Eröffnung zu diesen Videos, zum Spirit of Le Mans DLC. Und ja, auf dem Curb sollte ich nicht fahren. Da fährt sich das Fahrzeug nicht so genial. Das hat natürlich jetzt Zeit gekostet. Wir können ja mal das Delta hier oben einblenden. Ja, da sehen wir auch, da verlieren wir jetzt gerade beim Rausbeschleunigen ein bisschen Zeit. Jetzt hier hart anbremsen, je härter man anbremst, desto mehr fühlt sich natürlich der Akku auf, das ist klar. Oh, jetzt habe ich beim Rausbeschleunigen ein bisschen verkackt. Ja, man kann natürlich den Elektroantrieb auch nutzen, wenn das Fahrzeug gut positioniert ist, um natürlich so ein tänzelndes Heck ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist klar. Gucken wir mal. Ja, wir sind jetzt gerade hier quasi im Niemandsland. Schatten jetzt auch ziemlich tief noch. Klar, die Sonne ist jetzt erst aufgegangen. Habe ich jetzt ein bisschen zu früh gebremst. Ja, und da wir im Niemandsland sind, würde ich sagen, machen wir doch jetzt einfach gleich mal eine Runde, einen Soundcheck. Dann kannst du mal ein bisschen den Klängen des Dieselmotors hier lauschen. Ist vielleicht nicht so geil, aber ja, ich denke, es lohnt sich trotzdem mal, da genau hinzuhören. Und ich würde sagen, einfach, das machen wir jetzt gleich, wenn wir über Stadtziel fahren. Viel Spaß.
pressure. This is great stuff. You're going to do him in the next few laps. That's your fastest second sector. Keep it up. Nice one. Haben jetzt hier auch noch mal ein bisschen, oder ihr habt wahrscheinlich noch mal ein bisschen was vom Toyota gehört, den wir gerade in den letzten Schikanen überholt haben. Und damit sind wir jetzt schon mal auf Platz 4. Wenn wir jetzt die Position halten würden, das wäre doch auf Schema auf jeden Fall schon mal was wert. Und jetzt können wir vielleicht sogar noch das Podest jagen. Das wäre doch ganz geil. Haben jetzt, glaube ich, auch vor uns einen weiteren Audi, glaube ich. Wenn sich jetzt wirklich auf Platz 1 ein Porsche und auf Platz 2 ein Toyota befinden würde, wäre das ja echt irgendwie lustig. Das wäre dann wirklich so das Ergebnis von 2016. Aber das sehen wir jetzt gerade hier noch nicht. So, ich muss jetzt gerade ein bisschen aufpassen mit dem Energiemanagement. Weil wir haben jetzt leider nicht so viel. Wir haben jetzt nicht so viel Power mitgenommen, leider. Deswegen ein bisschen später, dafür härter bremsen. Das sollte jetzt ein bisschen helfen. Ich versuche es hier auch im dritten Gang mal rauszufahren. Das scheint ganz gut zu klappen. Und da können wir jetzt hier unseren Audi-Kollegen kassieren. Sehr schön. Damit hätten wir den dritten Platz. Und jetzt geht es dann langsam mit den Überrundungen los. Guckt mal auf die Minimap, da haben wir ganz viele blaue Punkte. Das heißt, die Überrundung, die GTE-Klasse, dürfte da jetzt dann gleich auftauchen. Das könnte jetzt aber spannend werden, die letzten paar Meter, die letzten paar Minuten. 2 Minuten noch auf der Uhr, das heißt, ich denke, wir werden nochmal über die Ziellinie fahren. Und das heißt, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Runde sehen. Sehr geil. Also freut euch noch auf ein bisschen Rennaction. Vielleicht geht ja noch mehr. Wer weiß. 2 Minuten remaining. Okay, we've got some pressure from behind. Ja, er hat mich ein bisschen, glaube ich, angeschoben. So hat es sich zumindest mal angefühlt. So, und jetzt ist wieder schön warmes Wetter. Und irgendwie sind wir richtig schnell jetzt gerade unterwegs. Wir haben 2,5 Sekunden auf dem Delta. Leider kommt jetzt ein bisschen Verkehr, der wird uns jetzt aufhalten, aber ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir trotzdem eine gute Zeit gerettet. Eine schnellste Rennrunde wäre doch auch mal was wert. Ferrari 488 GTE, ja, der macht gut Platz, sehr schön. Wenn die Reifen jetzt schon ein bisschen runter sind, wir kommen ja noch ganz gut hier durch die Porsche-Kurven. Achso, ich glaube, jetzt habe ich keine Elektropower mehr. Nicht mehr viel, wenn dann. So, Toyota. Ey, das ist tatsächlich. Das ist ja mega lustig. Guck mal, wir haben tatsächlich einen Toyota auf Platz 2 und Porsche auf Platz 1. Wäre das Rennen jetzt zu Ende gegangen, wäre das ja tatsächlich hier die richtige Reihenfolge gewesen. Ist ja geil. Aber ja, wir sind jetzt aber am Steuer des Audis. Deswegen, können wir das vielleicht ändern, die Geschichte hier. Und jetzt komme ich ein bisschen zu weit raus, da gibt es eine Verwarnung, hundertprozentig. Doch nicht, okay, weil wir sehr langsam waren. Aber jetzt komm, mit den Überrundungen können wir da vielleicht der Nutznießer sein, dieser ganzen Geschichte. Hier am Ford vorbei, der Porsche hat Probleme. Das kostet bestimmt jetzt ein bisschen Schwung hier.
Oh, da kommen wir ein bisschen weit raus. Ich hoffe, keine Verwarnung. Ah, es kommt eine Verwarnung, verdammt. Das heißt, oder nee, sie ist weg. Die Verwarnung ist weg. Sehr geil. Und jetzt hier aber schön in der letzten Runde des Rennens nochmal ein bisschen Überrundung. Wie geil ist das denn? Nice. Boah, das klingt auch geil hier, den vorbei zu dümpeln. Zwar ein bisschen zu spät gebremst. Gefährlich jetzt hier auf dem Curb. Ganz gefährlich, das kostet viel Zeit. Wir sehen es auch, wir sind hier fast 3 Sekunden jetzt im Delta langsamer. Und der Porsche, der drückt. Der drückt. Kommen wir nochmal schnell hier an diesen GT jetzt vorbei, am BMW und an der Corvette vielleicht noch. Ja, die macht Platz, sehr schön. You're about to lap a back marker. Get past quick and clean. Ja, das merke ich schon, dass ich ein paar Backmarker gerade überhole. Wo kriege ich den noch vor der Kurve? Schwierig, was macht er? Er will innen Platz machen. Ich weiß nicht, wo er Platz machen will. Das war jetzt gerade ein bisschen doof. Das hat jetzt natürlich Zeit gekostet. Komm, 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 Audi. Wir haben eine Sekunde Vorsprung aktuell. Bisschen zu früh gebremst. So, jetzt gleich wieder in die Porsche-Kurve hinein. Was haben wir hier in Aston? Hoffentlich macht er gut Platz. Ah, nicht so richtig. Ah, komm. Aber der Porsche hinter uns muss auch erstmal noch vorbei. Und es dürfte tatsächlich ein Sieg sein. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass wir so nochmal zurückkommen. Aber ja, mit den Morgenstunden, sag ich mal, ist die Power des Audis gekommen. Jetzt keinen Scheiß mehr machen hier. Und nochmal den letzten Elektro-Power zünden. Ne, wir haben gar keinen mehr. Und wir gewinnen. Geil! Nice, sehr cool. Ja, Porsche wird Zweiter, dann Toyota, dann Audi, dann Toyota, dann Porsche, dann Audi, Audi. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich glaube, die schnellste Rennrunde. Doch, das sehen wir auch hier. Ja, okay, da haben wir wirklich nochmal einen rausgehauen. Die eine Runde, die war richtig gut. Ne, 3:22.8 ist, finde ich, okay. Für ein Standard-Setup bin ich zufrieden. Ja, sehr schön, Leute. Dann soll es das gewesen sein mit dem Auftakt zu den Videos des Spirit of Le Mans DLCs. Und wie gesagt, da gibt es noch ein paar richtig geile historische Fahrzeuge und vor allem die Vintage-Variante von Le Mans. Ich habe mir tatsächlich noch nicht angeguckt. Das Einzige, was ich von der Strecke gesehen habe, ist aus dem Trailer. Das heißt, wir werden gemeinsam zum ersten Mal diese Strecke erkunden. Da werde ich ein Auto nehmen, die Strecke, keine Gegner, wirklich nur das Auto, die Strecke und dann einfach mal gucken, wie die ausschaut. Also freut euch auf jeden Fall auf die nächste Folge und die kommt schneller vielleicht, als du denkst. Ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten. Bis dann, ciao!